Dann fahren wir den da mal rein. Ah, was ist denn hier los auf einmal? Nee, 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 sorry, Leute, aber... Ah! Oh mein Gott! Ey, das will ich! Und das! Und das! Weißt du was? Nein! Das bietet sich doch an für eine schöne Abkürzung! Nein, 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 wir haben Getränke! Hey Leute! Was geht? René hier mit... Claudio! Und wir sind im Skifieber, wie man sehen kann. Auf jeden Fall! Und mir ist auch ziemlich kalt, muss ich sagen, René. Ja, also mir ist schon... Gerade schon fast wieder ein bisschen zu warm, weil wir haben uns echt dick eingepackt, aber das hat auch einen guten Grund. Und aber, René, warum haben wir die Helme auf? Ja, weil es heute auf die Skipiste geht. Ja, ich freue mich. Also genau genommen nicht nur auf die Piste, sondern in ein komplettes Dorf, nämlich in Oberbruck. Oh, cool. Denn wir spielen heute Alpine The Simulation Game, also ein Alpinsimulator. Cool, ich freue mich. Ich freue mich total. Genau, also das Video ist in Kooperation entstanden mit dem Alpinsimulator. Den gibt es übrigens ab... jetzt zu kaufen. Also der ist gerade ganz frisch rausgekommen, also schaut gerne mal bei Steam vorbei. Der ist da beispielsweise erhältlich unter anderem. Und unsere Aufgabe im Alpinsimulator ist es, dieses ganze Dorf hier, wo ja einiges dazugehört, also das Skigebiet, Hotels, eine Gondel und alles andere, das sollen wir so ein bisschen auf Vordermann bringen. Oh, super. Dann müssen wir, wahrscheinlich müssen wir den Aufgaben da oben folgen, oder? Genau, also wir gucken uns das erstmal an. Also sieht auf jeden Fall mega schön hier aus. Also Skigebiete sehen immer schön aus und das hier vor allem auch. Die Landschaft ist hervorragend. Mhm. Also auch vor allem auch mit dem Schnee, das sieht einfach so gut aus. Ja, und es fühlt sich auch irgendwie echt schon mal cool an, hier einfach mal so rumzufahren. Mhm. Also mit einem Auto rumfahren fühlt sich immer cool an. Und wir haben jetzt hier die erste Aufgabe, auf der Straße folgen. Das machen wir mal. Ja. Ich hoffe mal, wir fahren jetzt hier keine Latte um. Nein. So, da, Okay. Ja, wir haben es eilig. Wir haben ja Aufgaben zu erfüllen. Da müssen wir jetzt weiter. So. Los, René, gib Gas! Ja, mach ich. Also, wir haben gerade auf jeden Fall die Meldung bekommen. Ah! Wir müssen unser Auto austauschen. Unser Auto, das ist nicht so winterfest. Aber warum denn? Ja, ich glaube, das hat keine Winterreifen. Das Auto ist super. Wir müssen jetzt da als nächstes. Aber ein neues Auto, da sagen wir auch nicht nein. Nö, hast du recht. Aber ich mag die Farbe vom Auto. Ja, aber stell dir mal vor, wir haben so ein weißes Auto. Oh, stimmt. So weiß in der Schneelandschaft. Ja. Also, da sage ich auch nicht nein. So, wohin geht's als nächstes? Aber wir müssen ziemlich gut fahren, oder? Wenn da jetzt nicht mal ein cooles Auto auf uns wartet, ne? Okay. Ah, okay, aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, hier ist jetzt das neue Auto. Wow! Tada! Hallo, du musst... Okay, Marlies hat ein neues Auto für uns. Mein Name ist Marlies. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Genau. Also zwei neue Gesichter! Du für den Job ein richtiges Fahrzeug. Ein Schlitten. Der Schlitten, den du da fährst, wäre mir zu schade dafür. Pack dein Auto einfach in der Garage. Ich werde darauf aufpassen. Dann müssen wir wohl unser Wagen abgeben. Schade. Dann fahren wir den da mal rein. Ah, was ist denn hier los auf einmal? Nee, 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 sorry Leute, aber... Ah! Aua, aua, aua. Okay, nee. So. Ja, ist jetzt vielleicht... Hat eine kleine Macke, aber... Aber welches Auto kriegen wir denn jetzt? Ich... Vielleicht das hier? Wobei, nee, das sieht ja nicht danach aus. Doch, wir kriegen, schau mal, wir kriegen das daneben. Nein. Oh, nee, doch nicht. Okay, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen weiterfahren. So, so. So, ich hab doch jetzt eingeparkt. Rückwärts einparken vielleicht. So, ah, okay, doch. Okay. Okay. Ah, okay. Unser Fuhrpark war schon einmal größer. Einige Fahrzeuge. Ja, das stimmt, so viel ist er jetzt gerade nicht. Laufen gar nicht. Eigentlich funktioniert gerade nur noch unser treuer Pickup. Ein treuer Pickup? Okay. Wo ist der denn? Wo steckt der? Ah, okay. Ah, da ist er. Ah, und wir können hier ganz viele andere Sachen freischalten. Wow. Ey, ich will das. Ich will das auch haben, das ist cool. Und ich, das. Oh. Aber, wow, das hat 275 PS, aber das können wir erstmal noch nicht. Wir gucken auch nochmal hier. Oh mein Gott. Ey, das will ich. Und das, und das. Nein, ich möchte alle haben. Ich will alle haben. Aber wie kriegen wir die denn? Aber ja, ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein bisschen weitermachen. Aber der Pickup, der ist auch schon mal ganz cool. Ja. Wir nehmen erstmal den. Okay. Wir können jetzt eh erstmal nichts anderes nehmen. Cool. Und wahrscheinlich haben wir jetzt schon die nächste Aufgabe. Ich habe gleich eine Aufgabe für dich. Vielleicht hast du die kaputte Brücke beim Hinfahren schon gesehen. Sie ist in einem starken Sturm schwer beschädigt worden. Bei diesem Sturm ist auch ein Zaun in der Nähe der Brücke zerstört worden. Es wäre super, wenn du dir einen Werkzeugkasten schnappen könntest und ihn dir mal ansiehst. Kein Problem, Alice. Das machen wir. Das machen wir. Später beim Reparieren der Brücke helfen. Okay, jetzt müssen wir erstmal aussteigen. Wir gehen gerade auch ein bisschen langsam. So, okay, den schnappen wir uns. René, der Handwerker oder der Mechaniker, ja gesagt. Mhm. So. René, der Mechaniker. Okay, der kommt jetzt in das Werkzeug, in das Fahrzeug natürlich. Ja. Also, rein damit. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur nach da unten. Schauen wir mal, wie sich der Pickup fährt. Sollen wir mal eine kleine Abkürzung nehmen? Oh! Ah, nein! Ja, René.
Wie war das mit der Abkürzung? Ja, hat doch funktioniert. Wir haben jetzt eine Abkürzung genommen. Und ja, jetzt müssen wir nochmal aussteigen. Hilft ja nichts. Können wir jetzt hier nochmal raus? Aber wenn so. Ich das Auto runterrolle? Nein, ich hab die Handbremse gezogen. Passiert okay. Nichts. So, jetzt bekommen wir das wieder rein. So. René, jetzt bitte vorsichtig, so. Aber ganz vorsichtig. So, wir haben ja hier so ein Riesenauto. Also damit kann man auch mal hier ein bisschen durchs Gelände düsen. Ja, auf jeden Fall. So. Guck, sind wir doch am Ziel und Abkürzung. Ja. So, wo ist jetzt die kaputte Brücke? Da ist die, glaube ich. Okay. Nice. Ich finde das ziemlich gut, dass wir hier wirklich Aufgaben machen können, die halt wirklich in der Realität auch, die es in der Realität auch gibt, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also, und vor allem, ich glaube, es gibt auch noch ganz, ganz, wir haben ja hier noch einen kleinen Teil bisher gesehen. Ich setze auch mal die mit. Also die Arbeit, die wir hier machen müssen, als Manager von so einer alpinen Landschaft, die ist halt schon anstrengend, da wird einem schon ein bisschen warm. Aber du hast den Zaun repariert, hast du das gerade mitbekommen? Ja, natürlich. Ja. Also wie wir den repariert haben, ja. Erste Sahne. Oh, wir haben hier einen kleinen Stau ausgelöst. Oh, René. Tja, Leute, wer hat jetzt hier Vorfahrt? Wir natürlich. Ja. Wow, das ist aber sogar schneller. Ey, ganz ehrlich, dieser Pickup-Truck, der ist sogar viel besser. Mhm. Der ist aber ziemlich gut, René. Oh. Danke. Wenn du mal fahren willst, sag Bescheid, ne? Ja, fahr du ruhig. Und das Beste ist, man kann hier keine Ampeln umfahren. Also, das stimmt. Also, ich hab jetzt gerade mal natürlich aus Versehen gerade meine Ampel mitgenommen, aber passiert nichts. Okay, wir müssen jetzt hier die Tageszeit wechseln. Dann würde ich sagen, dann machen wir es jetzt mal Abend. Oh, das sieht schön aus. Also Sonnenaufgang sieht mega schön aus. Aber wir müssen es abends machen, das sieht auch schön aus. Ich bin abends, oh, das sieht jetzt so cool aus. Oh, guck mal. Okay. Schön. Wow. Also ich finde vor allem auch, die Grafik ist echt schön. Ja, die Grafik ist hervorragend. Also weil das ist ja schon wichtig, muss ja schön aussehen, Leute, ne? So, und jetzt müssen wir der Straße folgen und zwar in die Richtung, eigentlich eher andere Richtung. Aber dann wenden wir einmal kurz. Wir müssen zwar hier nur 3 Meter, wir müssen hier nur 3 Meter weiterfahren. Ist zum Glück hier alles in der Ecke. Mhm. Das ist das Praktische in so einem kleinen Dorf. Schau mal, und wir kennen uns dann in der Landschaft einfach aus. Also wenn wir mal wirklich dort Urlaub machen, dann kennen wir uns einfach aus. Mhm. Das ist übrigens der Bürgermeister. Oh. Das heißt eigentlich ja auch irgendwie so ein bisschen unser Chef. Wahrscheinlich Manager da auch alles. Ey, wir haben Feierabend. Ja, Feierabend. Ja. Das war auch ein anstrengender Tag. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sieht denn unser Zimmer aus? Können wir das angucken? So, wir haben jetzt hier natürlich top geparkt, Leute. Also, ja, doch. Ich glaube, der Parkplatz ist auf jeden Fall auch dafür vorgesehen für uns. Ja. Okay, wir waren jetzt nicht im Zimmer oder haben es zumindest nicht gesehen, aber wir haben auf jeden Fall geschlafen. Ja. So, und? Wir sind jetzt wieder topfit für den nächsten Tag. Mhm. So. Ah, okay, wir können in unser Logbuch schauen, dann schauen wir mal nach Informationen. Okay, wir brauchen jetzt ein Ersatzteil fürs Fahrzeug. Oder wir machen das hier. Wir machen mal das hier. Ich hoffe mal, wir bekommen jetzt angezeigt, wo wir hin müssen. Ah, oh, wir müssen da ganz nach oben. Mhm. Boah, ich hoffe, wir sehen jetzt was so von der Gondel oder von dem Berg. Also, weil hier ist ja das Dorf. Aber es muss ja irgendwo auch so richtige Skipisten geben, ne? Oh, das fühlt sich so gut an. Also wie gesagt, wenn du fahren willst, sag Bescheid, ne? Nee, alles gut. Und ich finde es auch gut, dass die Straße so gepflastert ist, weißt du? Und dann, da geht's nicht entlang. Nee, das ist unser neues Auto. Ja, das hält was aus. Guck mal, das hat Winterreifen. Ja. Wir können hier auch mal hochfahren. Das ist ein Haus! Ja. Upsi. Tja, nichts passiert. Nö. Ich hab nichts gesehen, ich hab weggeguckt. Gut. Das fühlt sich ja wirklich genauso an, wie wenn man über die Straße fährt. Mhm. Über die Skipiste zu fahren. Also habe ich ehrlicherweise auch noch nie im Leben gemacht. Über eine Skipiste. Nee, du bist zu weit gefahren. Nein. Hier. Oh. So, wir müssen jetzt hier eine Getränkekiste einladen. Was ist denn das? Ist das Wasser? Wahrscheinlich. Mhm. Okay, und wir müssen jetzt zur markierten Stelle. Und wo ist die? Ah, okay. Ach, die ist ja eher unten, weißt du was? Nein. Das bietet sich doch an für eine schöne Abkürzung. Nein, wir haben Getränke. Unser Trinken. Ja, unser... Meinst du das noch heile? Ja. Ja, ich glaube auch. Die Frage ist, kommst du überhaupt dahin? Ja, natürlich. Mit dem Auto kommen wir hier überall hin. Ist zwar umgefallen, aber natürlich ist alles heile. Ja, sieht heile aus. Natürlich. Ja, okay, Abkürzung ist vielleicht wirklich ein schwieriges Thema. Vielleicht müssen wir jetzt den vernünftigen Weg fahren. Leider. So, aber über die Straße geht es auch ganz gut. Ja. So. Ah, Leute, aufpassen. So, ja, so, hier kommen Claudia und René. So. Ah, hier sind die Skier, damit kann man dann schon mal Ski fahren. Cool. So.
Sehr gut. So. So, und... okay, wir müssen mal aussteigen. Mhm. Man muss ja aber auch wirklich alles irgendwie können, ne? Ja. Man muss Auto fahren können, man muss anpacken können, man muss reparieren können. Ich meine, wir sind für alles da. Aber läuft auch alles wie am Schnürchen. Absolut. So, und ich glaube, hier ist so ein Ort zum Trinken und so, zum Feiern. Zeig mal. Okay. Oh, du hast die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wow. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir müssen nachher irgendwann vielleicht in den nächsten Tag nochmal die Panoramahütte sehen. Vor allem das hier ist ja nur ganz unten der Teil. Oh. Ich glaube, das ist ja so eine komplette Welt, wo wirklich alles irgendwie zu sehen ist. Also, das da oben links und das da oben rechts. Aber wir gehen erstmal ins Auto zurück. Oh, es wird wieder ein bisschen dunkel, René. Wir sind ja hier nicht um Spaß, also um Spaß zu haben natürlich auch, aber es ist ja kein Urlaub, sondern wir müssen ja hier wirklich alles auf Vordermann bringen. Also, gehst jetzt zurück zu... Marlies. Oh! Okay, das nehmen wir auf. Uff, auch schwer. Aber weißt du was, das ist bestimmt so schwer, das hält das bestimmt doch aus, wenn wir eine Abkürzung nehmen. Ja, ganz sicher. Aber ich glaube... Wir müssen ja jetzt hier berghoch. Ich glaube, da können wir gar keine Abkürzung nehmen. Oh. Abkürzung geht halt immer nur, wenn wir irgendwo so runterfallen können. Aber wenn wir irgendwann mal Urlaub in Oberburg machen, auf jeden Fall, also, dann sagen wir einfach sorry, Leute, aber wir kennen uns ja schon. Ah, okay, das geklappt. Ja, aber war gut. Dann sagen wir einfach sorry, Leute, aber wir kennen uns ja schon aus. Wir waren hier schon 1000 Mal. Ja. Also. Mieten wir uns ein Auto und dann geht's los. Ja, oder wir gehen einfach zu Marlies. Also, vielleicht gibt's die da ja auch im echten Leben und sagen, hey, wir kennen uns doch. Also, zumindest aus dem Spiel. Und sagen dann, hey, hast du ein Auto für uns? Ja. Und dann kriegen wir hoffentlich dieses richtig krasse Auto. Mhm. So. Oh, wir sind wieder bei der Garage. So, da sind wir wieder. Dann schauen wir mal aus. Schnappen uns das. So, wo müssen wir das jetzt hinbringen? Ich glaube, hier hin? Anscheinend. Ah, nee, dahin. Okay. Ah, okay. Okay. Ja, aber Marlies hat auf jeden Fall recht gehabt. Die Garage, die ist echt ein bisschen leer. Okay. Ja, da können wir wieder schlafen gehen. Ich will schlafen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts mehr. Schau nochmal. Okay, wir müssen jetzt zurück ins Hotel. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt als letztes. Sollen wir mal versuchen, das Hotel jetzt ohne Weg zu finden? Oh, okay. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Kennen wir uns hier wirklich schon in- und auswendig aus? Also ich sag ja. Ich sag auch. Ah, hier ist die Gondel übrigens. Oh. Auch schön. Ja. Da müssen wir vielleicht irgendwann nochmal mitfahren später. Ja. Aber erstmal geht's zurück ins Hotel. Und das ist doch schon. Natürlich. Ja, du musst vorsichtiger fahren. Bin ich. So, steigen wir mal aus. Wir haben hier wieder super geparkt. Ja. Und... gehen schlafen. Oh. Guten Morgen. Ah, okay, es ist wieder hell und wir kriegen wahrscheinlich unsere nächste Aufgabe. Schon bald wollen wir hier in Oberbruck in die Wintersaison starten. Bei der Talstation unseres ältesten Lifts, dem Steiner Lift, haben wir ja eine Schirmbar. Schau bitte dort vorbei und frage nach, ob für den Saisonstart alles bereit ist. Okay, ich würde sagen... das machen wir dann später, aber ich würde sagen, wir ziehen erstmal ein Fazit. Das ist echt ein cooles Spiel, oder? Ja, ich finde es hervorragend und vor allem finde ich es einfach cool, dass sie einfach viel von der Ortschaft wirklich sind, weil es ist ja wirklich wie in der Realität und das ist einfach cool. Vor allem, Leute, wir haben ja schon auf dem Kanal sehr, sehr oft so Simulatoren gespielt, also Bussimulator vor allem. Hat natürlich auch mega Bock gemacht und da würde ich auch nie was gegen sagen, aber beim Bussimulator hat man halt meistens Straße und so. Mhm. Und hier hast du einfach so eine Schneelandschaft. Und du hast verschiedene Aufgaben, also du musst nicht nur, also es ist nicht nur monoton, sondern du hast die ganze Zeit andere Aufgaben und das finde ich cool. Und du hast ja andere Leute. Oh, andere Leute. Ups. Ja. Okay. Aber die kann ich ja jetzt nicht umfahren zum Glück, ne? Genau. Deswegen gehe ich da mal... einfach nur ruhig spazieren. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn euch das auch gefallen hat, dann schaut gerne mal bei Steam vorbei oder bei anderen Stellen, wo es das Spiel gibt. Wie gesagt, das Spiel heißt Alpine The Simulation Game und ist jetzt gerade ganz frisch rausgekommen. Ja. Und wenn euch das genauso gefallen hat wie uns, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann... sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, ciao. Ciao.